Es gibt ein geheimnisvolles Land. Hör doch auf! Ein Ort, in dem wir niemals waren. Es heißt, wir werden es erfahren, wenn der Weise kommt. Das Geheimnisvolle oben liegt ganz hoch. Das ist das Land, aus dem er herkommt. Das ist doch wirklich kaum zu glauben. Das soll der Weise sein. Er lächelt und wie groß er ist. Das ist der große Weise. Er hat Augen, die man nie vergisst. Ja, und er ist ganz leise. Oh, es gibt ein geheimnisvolles Land. Geheimnisvolle Uwe. Ein Augenblick, der nie vergeht. Großer Weiser, zeig uns doch den Weg. Komm, gib uns deine Hand aus dem geheimnisvollen Land. Da oben ist es wundervoll. Ich glaube, er ist wirklich der große Weise. Wo wollt ihr denn hin? Meister Blattnase will Spikey aus großes Loch rausholen. Ach ja? Tja, na dann viel Glück. Spike wird es brauchen. Ich finde es nicht lustig, wenn ein junger Stachelschwanz in Schwierigkeiten steckt. Oh. Na komm, Zera. Ich zeig dir mal lieber, wie man Spike rettet. Das ist für dich, großer Weiser. Oh, großer Weiser, darf ich dich was fragen? Warum rüttelt und schüttelt die Erde sich manchmal so doll? Natürlich. Du machst, dass der Erdboden wackelt. Oh, vielen, vielen Dank, großer Weise. Oh, entschuldige, großer Weise. Wann werde ich das Nest meiner Eltern verlassen können und auf eigenen Füßen stehen? Wenn meine Hörner ausgewachsen sind, werde ich soweit sein. Danke, großer Weise. Endlich ist der große Weise bei uns angekommen. Ich bin froh, dass ihr endlich zurück seid. Und er ist ganz sicher da unten? Er ist da runtergefallen. Aber bis jetzt höre ich nur seinen Bauch grummeln. Keine Sorge, Ducky. Ich finde schon einen Weg, Spike zu retten. Vom Klugschwätzen wird er nicht gerettet. Was zählt, sind Taten. Augenblick mal, Vater Dreihorn. Das ist eine Situation, die man mit Vorsicht und Bedacht angehen muss. Ach ja? Vorsicht und Bedacht? Von wegen. Fangen wir an zu graben. Aber wenn Sie an der falschen Stelle graben, dann fallen wir vielleicht alle darunter. Willst du mir etwa unterstellen, dass ich an der falschen Stelle graben könnte? Ja, wir müssen erst nachdenken. An der falschen Stelle? Ja, genau. Vom Nachdenken hat sich noch nie ein Loch gegraben. Wir müssen erst nachdenken. Wir müssen sofort handeln. Man muss erst nachdenken. Handeln. Nachdenken. Handeln. Nachdenken. Handeln. Ich nicht verstehe. Sie wollen helfen, Spikey, oder nicht? Wenn die beiden so weitermachen, dann helfen sie Spike niemals, ja. Also wie kriegen wir Spike aus dem Loch raus? Oh, wenn ich das wüsste. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich bin beeindruckt. Ihr habt die Hartes-Wasser-Naschereien wirklich gefunden. Wenn Spike hier nicht gewesen wäre, hätten wir sie nie gefunden. Nein, nein, nein. Da ist was dran, Spike. Also schön. Hier für euch. Das ist alles, was ich finden konnte.
Und was mit Dida? Petri, die kriegt keiner runter. Ach ja? Na dann pass mal auf. Das hättest du wohl nicht gedacht, hä? Oh, wieso? Vielleicht würden sie sich weniger streiten, wenn sie mehr essen würden. Weißt du, manchmal wünsche ich mir, wir könnten ein bisschen so wie Spike sein. Ja, ich auch, Ruby. Oh ja, oh ja. Freunde, das sind nicht nur irgendwelche Eier. Das sind Schnellschnapper-Eier. Schnellschnappers? Schnellschnapper sind Schafzähne. Machen wir Rührei draus. Hey, das könnt ihr nicht machen. Rühr sie nicht an. Nicht machen. Nein. Wir haben sie gefunden, also können wir entscheiden, was wir mit ihnen anstellen. Seid ihr sicher, dass das, was in den Eiern ist, euch nicht fressen will? Naja, sie sind noch nicht geschlüpft. Aber wir können Schafzahneier nicht so dicht beim großen Tal lassen. Es ist zu gefährlich. Dann bringen wir sie weg. So weit weg vom großen Tal, wie es nur geht. Aber wir können die Eier doch nicht von ihrer Mutter wegnehmen. Oh, nein, nein, nein. Was ist, wenn Eiermami kommt und nach die sieht? Ich habe eine Idee. Wir benutzen Petri als Lockvogel für die Schnellschnappermutter. Dann kann der Rest von uns eine Fliege machen. Das ist eine ganz schön gemeine Idee. Oh ja, oh ja. Was denn? Er kann fliegen, wir nicht? Wartet, Hip hat mich auf eine Idee gebracht. Oh nein. Ach ja? Hört zu, eine Mutter wird immer ihren Eiern folgen, richtig? Also können wir mit Hilfe der Eier die Mutter vom großen Tal weglocken. Und Schnellschnapper uns folgen. Mit Absicht, Dick. Du hast sie doch nicht mehr alle. Das hast du gut gesagt, Hip. Ja, der hat einen Knall. Die Schnellschnappermutter verfolgt uns, egal wo du die Eier hinrollst. Genau, darum geht's ja. Also für mich ist das eine Schnapsidee. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn wir die Eier wegbringen wollen, brauchen wir jede Hilfe, auch eure. Wenn ihr nicht helfen wollt, könnten die Schnellschnapper jemandem von uns wehtun. Vielleicht tun sie auch euch weh. Und das wollt ihr doch nicht zulassen, oder? Oh, na schön, wo ist mein Ei? Die Eier an einen Ort legen, der so ähnlich ist wie dieser. In dem großen Berg da ist eine Höhle, die ist gerade richtig. Na schön, bringen wir die Eier dahin. Aber das ist ganz schön sehr weit weg. Je weiter, desto besser. Oh ja. Es bewegt. Ob der Nestling jetzt schlüpft? Nein, noch nicht. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor es losgeht. Ein Schafzahn! Vielleicht ist das die Mutter, die nach ihren Eiern sucht. Klingt, als wäre sie ganz in der Nähe. Dann sollten wir uns beeilen. Los, kommt! Ich hab ja gesagt, sie ist in der Nähe.